KTM kommt immer mehr und wir schauen uns einige Tiefeinsteiger ein. Hier designmäßig schon eine Besonderheit. Man hat hier den Kettenschutz wie früher, aber so toll integriert, dass er gar nicht so auffällt. Also dass da jetzt ein Kettenschutz drüber ist. Aber der hilft jetzt dabei, dass wenn es irgendwie nass ist und feucht ist, dass ich nicht die ganze Hose voll habe, oder? Ja, ist wirklich sehr minimalistisch, aber das Ding funktioniert tatsächlich, weil er hier schon weit genug drüber steht über die Kette, dass du eben nicht hängen bleibst. Ich meine, klar, irgendwann, wenn du halt ganz blöde reinkommst, wirst du es wahrscheinlich schaffen, ranzukommen. Aber so beim normalen Pedalieren oder wenn du das Rad trägst, irgendwie durch die Gegend bewegst, wirst du dich da eher nicht verschmieren. Ja, wer steckt denn hinter KTM, Lucien? Hallo. Hi, Sven. Wer steckt hinter KTM? Das ist eine Firma in Mattighofen in Österreich, einer der größeren Firmen im Bereich Fahrräder und E-Bikes. Und die sind gerade, was Tracking, E-Bikes, Pedelecs angeht, sehr stark unterwegs mit Testsiegen von Stiftung Warentest und jetzt auch mit diesen neuen SX-Rädern, die sehr leicht sind, aber trotzdem einen entnehmbaren Akku haben. Und wir haben halt bei KTM auch immer gute Qualität zum ordentlichen und günstigen Preis, was wir jetzt auch bei dem Leichtgewicht hier sehen. Weil wir sind hier gerade mal bei 20,5 Kilo. Und überleg mal, 8 Kilo weniger als der Rest, oft. Und, ich weiß nicht, ob ihr es schon eben gesagt habt mit dem Preis, wir sind hier auch bei einem mega attraktiven Preis, nicht irgendwie 4.000 oder 5.000 Euro, sondern haben gerade mal hier unter 3.500. Also 3.399. Ich zeige mal gerade, das Modell heißt Machina Sport SX20 US46, das ist wahrscheinlich die Rahmengröße. Und Qs ist ja auch schon wieder drauf. Das heißt, eine spezielle Schaltung, eine 10-Gang hier in dem Fall? Nee, das ist jetzt eine 9-Gang. Die fangen ja bei 9 an, die Qs. Und dann 10 ist schon die zweitbeste und 11 ist die allerbeste. Und bei einem Trekking-Bereich ist die mit einer recht großen Bandbreite und 9 Gängen absolut ordentlich dimensioniert. Also das reicht. Wir haben ja noch den Motor. Und ja, es ist eine langlebige Gruppe. Die Bandbreite, ich sehe hier die Steigungen, die sind sehr, sehr groß. Ja. Das geht in der Praxis gut? Ja, also du hast halt schon merkliche Schaltstufen. Ne? Also es ist schon so, du merkst jedes Mal ordentlich, wenn du einen Gang gewechselt hast, dass sich da auch ordentlich was tut. Ist nicht so fein abgestimmt, wie es eine 12-Gang beispielsweise. Aber das Wichtige ist halt, dass du die Spreizung hast und dann auch wirklich jeden Berg hochkommst. Also es geht den meisten sowieso nur um die ersten 4 kleinen Ritze. Da spielt sich eigentlich alles ab. Und die sind besonders stabil und besonders breit auch die Kette. Man spricht hier von 3-mal länger Lebenszeit als bei allen anderen. Genau, also das ist ja der neue Link-Leitstandard von Shimano, hier mit der Qs-Gruppe. Und hier ist es halt so, dass die Kette eher langsam, eher sanft steigt und fällt. Es gibt nicht so viele Steig- und Fallhilfen, wie das es bei einer HG-Kassette im Mountainbike-Bereich wäre. Und gerade mit einem Motor ist es natürlich so, dass da schon ordentliche Kräfte wirken. Und da hilft es natürlich ungemein, wenn das Material ein bisschen dicker ist und ein bisschen schonender dann auch geschalten wird. Kannst du mir mal so eine Steighilfe zeigen, also wie die aussieht? Ja, ist es das hier? Diese Riffel, die du hier drin siehst, wo dann die Kette sich dann hier quasi hochkämpft auf das nächste Ritzel. Und die sind halt einfach so ein bisschen sparsamer verteilt, als das jetzt bei einer Hyperglide-Kassette. Mhm. Also alles sehr, sehr schonend, sehr sparsam. Und es geht ja darum, dass die allermeisten, ich hoffe, ich habe da keinen Mist erzählt, die fahren wirklich mit den kleinsten Ritzeln, benutzen vielleicht mal 2, 3 Stück, ganz oft sogar immer nur das kleinste Ritzel und das muss sehr stabil sein. Genau, also das siehst du gerade beim E-Bike, gerade wenn der ganz starke Motor drin ist, siehst du das oft, dass gerade die unteren Gänge nur benutzt werden. Hier ist anders, der SX, ich glaube, da werden die Leute mehr schalten. Genau, also der braucht schon so ein bisschen Trittfrequenz, damit er richtig in die Pötte kommt, dann ist er natürlich super schnell und unterstützt auch wunderbar, aber du musst halt tatsächlich die Schaltung noch so ein bisschen mit benutzen. Also es ist eine Vollausstattung hier, wir haben ein ordentliches Schutzblech. Es erinnert mich auch so ein kleines bisschen an die Fahrräder, die es früher mal so ein kleines bisschen gibt, ein bisschen mehr Tiefeinstieg, ein bisschen filigraner wie diese Kastenfahrräder, weißt du? Ja, ist tatsächlich so, die Leute, die noch so ein bisschen mit der Optik von den E-Bikes gehadert haben die letzten Jahre, haben eigentlich nur darauf gewartet, weil es jetzt halt auch ein schönes, schlankes Unterrohr ist. Du bekommst das Modell übrigens auch als Trapez oder als Diamantrahmen. Hier haben wir jetzt die Tiefeinstiegsvariante, das ist halt tatsächlich die gängigste, weil sie jeder fahren kann. Aber ja, es wird alles halt wesentlich schmaler, sieht nochmal mehr nach klassischem Fahrrad aus. Was also direkt auffällt, auch der Sattel hat eine hohe Bandbreite für die Sitzknochen. Das heißt, der wird wahrscheinlich gut passen und wird den Leuten gefallen. Ja, ich habe es jetzt mal nicht ausgemessen, aber ich schätze mal, er wird bei zwischen 10 und 16 cm Knochenabständen passend sein, also so ein typischer M bis XL Sattel. Aber wer da was Besseres oder was
spezifisches braucht, kann auch gerne bei uns den Po vermessen lassen, beziehungsweise die Sitzknochenabstände, und dann können wir einen maßgeschneiderten Sattel dazu noch geben. Also das Problem ist eher, dass der Sattel unter Umständen zu schmal ist. Also ich glaube, das macht den Leuten mehr Sorgen, als dass er ein Tick zu breit ist. Aber wenn die Leute ein Po-Weh haben, also die Po-Muskeln so wehtun, dass man nicht mehr fahren möchte, dann ist der Sattel, kommt bitte zum Fachhändler, ihr habt da Abhilfe. Genau, also es ist tatsächlich auch wichtig, dass es nicht zu weich ist, das ist so ein Irrglaube. Wenn er ganz weich ist, ist es zu kurz bequem und dann auf Strecke wird es ganz schnell sehr unbequem, wenn du anfängst einzusinken und dir die Nervenbahnen abquetscht. Also da am besten einfach mal vermessen lassen und beraten lassen, was Sinn macht. Tut alles weh. Sag mal hier, der Deckel ist abgeschlossen, hier von der Batterie? Der Deckel ist, also der Akku generell ist abgeschlossen. Das ist mit so einem Schlüssel kann man den Akku sich da nehmen, aber ist ganz gut, dann kann der nicht geklaut werden. Und wo? Da steckt man oben rein? Genau, steckt man durch den Akkudeckel quasi rein. Das wollte ich wissen, genau. Genau, und dann hast du hier diesen Deckel, der ist schon frei, ist hier so geriffelt mit KTM. Und dann hast du auch hier diese Knochen, das ist auch ganz interessant, wie das KTM so schön nennt. Du kannst da so die Bohrung reinmachen und kannst dir da dann was drauf machen, was du willst später. Also der ist schon so stabil, dass ich da ein Schloss oder sowas drauf machen kann. Genau, Flaschenhalter etc. Ist jetzt vielleicht bei einem Tiefeinstieg wie hier nicht so interessant, weil wir haben eh hier so zwei Ösen, wo man was dran machen kann. Aber bei so einem Fully, was ja jetzt auch noch kommen wird mit SX oder Mountainbikes, Hardtail, ist das ganz praktisch. Und guck mal, das Ding ist hier satt drin, aber ich kann es trotzdem mega leicht rausnehmen. Das ist der neue, genau, der 400 Wattstunden Akku in Verbindung mit dem SX. Der SX ist ja ein Motor, das muss man mal kurz erklären. Der hat, wenn man schneller tritt, die gleiche Endleistung wie der größte Motor. Du musst aber etwas mehr Trittfrequenz machen. In der Standardleistung, sage ich jetzt mal, ist es weniger. Dadurch, dass die Fahrräder aber viel leichter sind, das lässt sich wirklich gut fahren, der SX, oder? Genau, also du hast ja auch weniger Verbrauch logischerweise dadurch, wenn du weniger Newtonmeter anliegen hast. Es ist so, wie du sagst, also wenn du mit ordentlicher, eher sportlicher Trittfrequenz fährst, wirst du zum CX gar nicht den großen Unterschied merken. Wirst dann oft mal hinterfragen, ob es wirklich nur ein SX ist. Der braucht halt einfach so ein kleines bisschen mehr Trittfrequenz und dann unterstützt er halt eigentlich vom Gefühl her wie der CX. Heißt, es geht ja immer darum, wenn ich jetzt mal einen steilen Berg hochfahre, spätestens da sind zum Beispiel Hecknabenmotoren 40 Newtonmeter heillos überlastet, weil die Übersetzung eben nicht können. Hier schalte ich einfach einen Gang runter, trete ein bisschen schneller, aber nicht feste rein, sondern es langt, wenn ich einfach die Trittfrequenz hochhalte und dann fahre ich quasi den Berg auch so hoch. Genau, das funktioniert gerade so in den dynamischen Modi, wie jetzt Tour Plus oder EMTB, funktioniert das besonders gut, wo der Motor dann eben auch merkt, wenn es ein bisschen abfällt und dann nachlegt und dann fährst du einfach, wie du schon sagst, mit gleicher Kraft, gleicher Frequenz einfach einen Berg hoch. Ja, hier vorne die Software ist genau dieselbe. Lucian, mach nochmal rein. Gucken wir uns mal das neue Display an, das ist was Besonderes. Da ist... Wenn die Leute immer haben, das Rad in den Keller zu tragen oder in die Bahn, mach den Akku raus, weil das ist so leicht, dass ich das Rad, ist es halt, echt? Habe ich 18 Kilo hier noch. 18 Kilo, warte, ich zeig mal. Ja. Also das ist Lucien mit 18 Kilo. Ja, also das kann ich im Prinzip mit einer Hand irgendwo hinschmeißen. Also es ist ein Ticken schwerer wie ein Maß Bier. Wo ich gerade mal dabei bin, halt mal hoch, dann kann ich die Schaltung noch mal etwas besser zeigen. Das ist diese Wunderschaltung 9 Gänge. Wenn Leute sagen, oh, 9 Gänge, 12 ist besser, die haben oft gar keine Ahnung. Also die kaufen sich eine 12-Gang, die ist so schnell kaputt, dass man gar nicht gucken kann. Und da haben die Abhilfe geschaffen, denn es gibt nichts Schlimmeres. Du weißt es nicht und erfährst beim ersten Mal, dass du schalten musst in der Werkstatt. Die dann sagen, naja, seien Sie mir nicht böse, aber Sie haben zu wenig geschaltet. Ja, das ist immer ein bisschen unangenehm, wenn man das Gespräch tatsächlich mal führen muss. Es ist schon so, dass die Schaltgruppen mit Grund dran sind. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut, dass die neue 9-fach-Schaltung jetzt auch wirklich so breit gespreizt ist. Weil da merkst du auch, was passiert, wenn du schaltest und gewöhnst dir ganz automatisch auch an. Ja, da sind ganz tolle Griffe dran. Das sind so ziemlich die besten Griffe, die man kaufen kann. Würde ich tatsächlich so unterschreiben. Ergon GP1 mit schönen Flügeln, wo du deine Handballen auflegen kannst, lässt sich genau so einstellen, wie du dann halt auch deine Griffrichtung eben hast. Also ich würde es immer so in Linie mit dem Bremsgriff stellen. Hier war es jetzt bei der Probefahrt so, dass wir es auf 0 gestellt haben. Je nachdem, wie es dann auch für den Fahrer angenehm ist. Und mit denen kannst du halt wirklich wunderbar die Handgelenke entlasten. Ja, der Remote und das Display ist hier eine Einheit, Lucia. Hol dir mal die E-Bike Flow App, das heißt Bluetooth ist immer dabei. Du kannst es halt ja dann verbinden mit deiner App, also dass du verbindest quasi dich mit dem Bosch-Server und hast dann die App auf deinem Handy und dann kannst du halt die Daten drüber ziehen
Und ja, das ist schon ganz cool. Das ist sauklein eigentlich, aber du kannst es trotzdem super... Super scharf, oder? Das Display. Auch so gestochen scharf. Was ich auch mega gut finde, ist halt, das hat halt irgendwie so ein Display, wo die Sonne drauf scheint, dann hast du, kannst du es trotzdem super gut ablesen. Mach mal unten die Stufen, stell die mal gerade ein, sei mal so nett. Trittfrequenz, auch dass man hier auch guckt, dass man immer auf 70, 80 ist, damit man hier ordentlich Power kriegt. Ja, das ist halt EMTB. Also EMTB, was ist das für ein Modus? Ja, das ist der Modus, der eigentlich bei Mountainbikes drin ist, können wir aber auch umstellen oder selber der Kunde mittlerweile mit der Flow-Up. Das schaltet zwischen Tour und Turbo selbstständig hoch und runter. Das erkennt, automatisch erkennt. Genau, der erkennt, was der Fahrer oder die Fahrerin gerade an Power braucht und dementsprechend gibt er dann dazu. Turbo, das nächste, sag mal. Das ist dann rot. Das ist dann konstant 340% zu der Leistung, die ich reintrete. Geht noch mehr? Nee, dafür müsste man halt so ein CX Race Rad holen, was wir da oben haben. Nee, alles gut. Ist ein Tiefeinsteiger. Was ist denn da für eine Gabel drin, Tobi? Tatsächlich ist eine Luftfedergabel drin, die NCX32 von Santur. Findet man mittlerweile öfter auch schon im Gravel-Bereich diese Art von Gabel. Und wir müssen uns daran erinnern, 3.400 Euro und schon eine Luftfedergabel drin. Also das fanden wir schon beim Bestellen von dem Rad richtig super. Das ist halt echt ein fairer Preis. Gehen die gut mit euch um, KTM, also als Händler? Definitiv. Bei KTM ist es so, dass du halt noch einen richtig guten Draht hast zum Außendienst. Also es ist überhaupt kein Problem, da mal schnell auf einem kleinen Dienstweg auch nachzugucken, ob noch was lieferbar ist, ob noch irgendwas getauscht werden kann für einen Kunden. Der geht nicht hin und drückt dir alles, was ihm noch auf Lager liegt, damit du mal neue Fahrräder kriegst. Das geht auch so, habe ich gehört. Das geht bei denen tatsächlich auch so. Da bestellst du aus dem riesigen Portfolio, was die ja wirklich haben, bestellst du nur das, was du wirklich haben möchtest. Ja, hier Qs, das sind die Schalteinheiten, die da sind. Wie ist denn die Schaltung hier oben? Wie nennt man das hier? Der Schaltgriff, ist der gut? Der ist richtig super. Du hast sogar noch die kleine Anzeige. Das wird ja immer wieder gerade im Trinkenbereich gewünscht. Und bei Qs haben wir es jetzt auch wieder. Und da siehst du auch dann tatsächlich auf einen Blick, einen flüchtigen Blick schon genau, wo du unterwegs bist. Und die kostet nicht die Welt, oder? Also wenn die mal kaputt gehen sollte, abbricht? Nee, ich glaube, das sind wir bei 34,95. Okay, oben die Klingel, mach mal. Eine helltönende Klingel, so steht es in der STVO. Ich glaube, ist gar keine Vorschrift, aber ist so sinnvoll, wenn du auf irgendwelchen Faden unterwegs bist. Ja, die Frage ist, jetzt fahren mehrere Leute das Fahrrad. Ist da die Rahmengröße, ist das so entscheidend oder kann ich es ein Stück weit anpassen? Also dadurch, dass es ein Tiefeinstieg ist, sind wir nicht ganz so limitiert, wie wenn wir jetzt einen Diamantrahmen hätten. Aber es ist tatsächlich schon so, dass du halt von XS bis XL verschiedene Größen bekommst. Schon immer mit einem gewissen Übergangsbereich. Also wenn du jetzt mit dem S unterwegs bist, wirst du mit M wahrscheinlich auch sogar noch zurechtkommen. Bisher zeigt es gerade, also der Sattel lässt sich schon ein gutes Stück rausnehmen. Gut, so würde ich es ja nicht mehr fahren. Sehr schön, Scherzbold. Aber es geht ja auch darum, da fährt vielleicht mal die Tochter, die Mama fährt damit, der Sohn fährt damit. Also dann einfach Sattel rein, raus, fertig. So, Gepäckträger haben wir gezeigt. Also das Ding ist ein wirklich tolles, einsetzbares Fahrrad für den Alltag. Wir sind bei Konrad, der Fahrradladen. 30 Jahre Jubiläum dieses Jahr. Hast dich gut gehalten, muss ich sagen. Das ein oder andere graue Haar kommt schon raus. Ein bisschen, ne, 30 Jahre in der Branche, das geht nicht. Ja, das macht graue Haare. So, dafür ist der Lucien. Gefärbt. Alles noch schwarz. Gut. Nee, ich habe das letzte Mal einen graus. Lass mal gucken. Egal. Bart, ja. Da vorne an der Seite, guck mal hier. Siehst du? Da vorne sind schon die ersten grauen Haare. Das schneiden wir raus. Die man sieht, ja. KTM, tschüss. Ciao.